Guten Abend, liebe Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich melde mich aus Marbella, bin hierher geflogen. Eigentlich wollte ich ja am Samstag hier beim 70.3 mitmachen. Das wird leider nicht passieren, denn nach dem Badunfall gestern mal wieder das Schwimmen probiert und es ging wirklich kein einziger Zug schmerzlos. Also ich konnte ihn nicht wirklich durchführen. Das heißt, hier erstmal nur zum Anfang. Was ich mittlerweile schon wieder einigermaßen gut machen kann, ist Radfahren. Aber auch da freue ich mich immer noch eher über sehr gut befahrbare Straßen, also wenig Hübbel und so. Laufen und eher so immer in kurzen Abschnitten möglich. Vorgestern bin ich so dreimal ungefähr 10 Minuten gelaufen, habe Hannah da wieder in Tempoläufen begleitet. Und ja, ich muss zugeben, ich hatte die ganze Zeit gehofft, Und auch alles dafür getan, dass ich hier noch starten kann in Marbella. Hatte riesen Glück, dass mein Radsponsor Cube mir noch Rad fertig gemacht hat. Bodo hat es dann noch zusammengebaut. Aber nee, ich muss sagen, keine Chance. Nehme auch immer noch mehrere Ibuprofen am Tag. Und es wäre einfach nicht schlau, hier an den Start zu gehen. Ich kann auch jetzt wirklich noch nicht sagen, wie die Saison weiter verlaufen wird, weil ich nicht sagen kann, wie lange ich noch brauche, um wieder normal trainieren zu können. Jetzt ist es vormittags, da kann ich den linken Arm eher so hoch nehmen. Habe aber noch keine Gymnastik gemacht heute. Wenn ich das gemacht habe, kann ich den Arm ganz normal strecken, aber halt noch keine schwungvollen Bewegungen machen. Und husten und lachen und niesen ist alles noch ein bisschen unangenehm. Marbella Langdistanz war eh raus. Ich habe mit Frankfurt geliebäugelt. Ob das jetzt umsetzbar ist, ich bin mir nicht ganz sicher. Hier in Marbella ist es im Moment relativ frisch, irgendwie so 13, 14, 15 Grad. Auf jeden Fall ein bisschen kühler als zu Hause und mittlerweile ein bisschen Wind aufgekommen. Die Wellen hinter mir, weiß nicht, ob man es sehen kann, sind schon ziemlich hoch. Also da hat man auf jeden Fall einiges zu tun. Aber auch hier soll das Wetter switchen. Donnerstag, also morgen noch mal ein bisschen kälter, vielleicht ein bisschen Niederschlag, aber dann zum Renntag am Samstag soll es schon wieder viel, viel besser werden. So, ich werde später die anderen, ich habe mein Rennrad mitgenommen, werde ich später die anderen dann mal beim Streckencheck begleiten, vielleicht noch eine kleine Runde in die Berge fahren und ja, das Essen genießen und dann ab die nächsten Tage. Hoffentlich auch die Sonne. Ich werde mich melden. Ja, in diesem Sinne vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis. Das Eier ging so gut, ne? Das ist nicht mehr. 8000 war echt mal eben. Energie für die 8000, weißt du. Was ist los, ITler? Da kommt das wahre Ich wieder raus. Hilft auch nicht das 8000 Watt Shirt. Siehst du auch gleich die handwerklichen Fähigkeiten. Also doch nervös, die Hände zittern schon. Nee, das ist der Entzug.